Flughafen Cancun, Mexiko. Markus Fleischmann, Leiter der Tauchbasis ProDive Max, plant einen Flug über den Golf von Mexiko. Er möchte den größten Fisch der Welt aus der Luft beobachten, den Walhai. Fleischmann möchte wissen, wo sich die Haie derzeit aufhalten, um sie später mit dem Boot aus der Nähe beobachten zu können. Nach wenigen Minuten entdeckt Fleischmann den ersten Hai. Ein großes Exemplar, etwa 12 Meter lang. Der Walhai gehört, wie alle anderen Haie auch, zu den Knorpelfischen. Kleine Fische schwimmen um ihn herum und lassen das Wasser brodeln. Fleischmann hat sich die Position des Tieres notiert und fliegt zurück. Von seiner Tauchbasis in Puerto Aventuras startet er zu den Walhaien. Mit seinem Steuermann bespricht er die Position der aus der Luft gesichteten Walhaie und legt die Route fest. Fleischmann beobachtet die Walhaie vor der Küste Yucatans schon seit vielen Jahren. Er liefert der mexikanischen Naturschutzbehörde damit wertvolle Informationen über die Verbreitung und den Zustand der Tiere. Es gibt eine Aggregation von Tieren, 2.000 bis 3.000 Tiere jedes Jahr zwischen Juni und September. Und es scheint die einzige Gegend auf dem ganzen Globus zu sein, wo so viele Tiere ganz dicht aufeinandertreffen. Die Daten jedes gesichteten Hais werden in ein Formular eingetragen. Alle Sichtungen zusammen ergeben dann eine Verbreitungskarte der Walhaie. Fleischmann steht in engem Kontakt mit der mexikanischen Naturschutzbehörde. Regelmäßig gibt er seine Beobachtungen an den Meeresbiologen Rafael de la Parra in Cancun weiter. De la Parra ist der wissenschaftliche Leiter des Walhai-Projektes Domino. Wir hier vom Projekt Domino beschäftigen uns mit der Erforschung und dem Schutz der Walhaie. Das Wort Domino kommt von der Zeichnung der Walhaie. Ihre Haut sieht mit den vielen Punkten und Strichen fast aus wie ein riesiger Dominostein. Jeder Hai hat eine individuelle Zeichnung. Dadurch kann man sie sehr gut unterscheiden. Wir markieren die Tiere mit GPS-Sensoren, die uns Aufschluss über ihre Tauchtiefe, die Wassertemperatur und natürlich über ihre Wanderungen geben. Aus Kostengründen kommen auch einfache Aluminiumplaketten mit einer Registrierungsnummer zum Einsatz. Inzwischen hat Fleischmann den ersten Walhai entdeckt. Die Beobachtung kann beginnen. Okay, wir sind soweit. Da vorne kommt der Walhai. Wir werden die drei jetzt hier mal absetzen und dann schwimmen sie direkt darauf zu. Hoffen wir auf jeden Fall. Okay, go! Der Hai ist gerade bei der Futteraufnahme und schwimmt mit geöffnetem Maul an der Wasseroberfläche entlang. Dabei filtert er seine Hauptnahrung, Plankton, aus dem milchig trüben Wasser heraus. Ein Walhai kann bis zu 6000 Liter Meerwasser pro Stunde filtern. Dabei erhält er bis zu 4 Kilogramm Plankton. Er filtert aktiv, das heißt, er öffnet und schließt sein Maul und erzeugt damit einen Sog, der ihm das Wasser ins Maul presst. Bei einer Länge von bis zu 14 Metern haben Walhaie einen enormen Energiebedarf und verbringen somit 80% ihrer Zeit mit Fressen. Wie man erst kürzlich herausgefunden hat, gehören auch kleine Fische auf den Speiseplan der Walhaie. Die Geschlechtsorgane der Walhaie liegen zwischen ihren Bauchflossen. Die Männchen haben zwei deutlich zu erkennende Genitalien. Bei den Weibchen ist äußerlich nur eine längliche Falte zu erkennen. Wo und wann die Tiere sich paaren, ist noch nicht erforscht. Auch ist bisher nicht bekannt, wo sie ihre Jungen zur Welt bringen. Beim Fressen sind die Kiemen weit geöffnet, um möglichst viel Wasser durchzufiltern. Das nutzen kleine Fische, um Parasiten, die in den Kiemen der Haie sitzen, zu fressen. Dieser Hai hat keine Markierung, definitiv ein Neuzugang. Anhand von individuellen Merkmalen kann man viele Walhaie auch ohne Markierung sicher wiedererkennen. Ah, guck mal da, der Große, da, den kennen wir schon. Da siehst du, der hat eine verletzte Rückenflosse, ist wahrscheinlich mal in den Motor geraten. Der wurde sogar schon mal von Mosambik gesehen. Ja, erstaunlich, ne? In Puerto Morelos trifft Fleischmann den Haiforscher Dr. Erich Ritter. Der in den USA lebende Schweizer betreibt seit Jahrzehnten intensive Haiforschung. Ritter erzählt, dass man 1953 ein Ei mit einem Walhai-Embryo darin gefunden hat. Man war somit lange Zeit davon überzeugt, dass Walhaie Eier legen.
Eben, also wurde dieses Ei im 1953, wir reden wieder von einem Ei, oder? Ja. Und ein Ei haben wir gesagt, okay, das muss es so sein. Also niemand hat erfragt, ob das vielleicht jetzt einfach eine Frühgeburt war, einfach ein abgeworfenes Ei, weil der Fötus war schon ziemlich entwickelt. Ja. Aber dann irgendwann mal hat man jetzt im Moment, diese Schale ist extrem dünn. Die Schale, wir kennen ja von Katzen, diese Nymphentäschchen mit diesen Hornbändern, das hat keiner, also hat man mal realisiert, Moment, vielleicht ist es gar nicht so. Und dann hat man natürlich dann irgendwann Tiere gefunden, die man seziert hat und so weiter und gesehen, okay, diese Eier, die Tiere schlüpfen aus den Eiern im Mutterleib. Auch das Rätsel, wie die Walhaie ihre Futterplätze jedes Jahr wiederfinden, scheint die Wissenschaft inzwischen gelöst zu haben. Man geht davon aus, dass Walhaie eine besonders hohe Konzentration von Plankton auf große Entfernung hören können. Sie folgen den klickenden und knisternden Lauten. Ebenso nutzen die Tiere Meeresströmungen und Temperaturunterschiede im Wasser, um sich zu orientieren. Werden die Walhaie weggehen, wenn es hier noch wärmer wird? Ich würde sagen nein, weil die lieben es, Temperaturen von über 30 Grad zu schwimmen. Nützt natürlich alles nichts, wenn beispielsweise durch die globale Erwärmung die Nahrungsbasis, eben beispielsweise die Snapper von Belize oder das Plankton kaputt geht. Wenn wir noch lange zuschauen, wie wir mit unserer Natur umgehen, dann kommt bald der Punkt, wo wir eigentlich nichts mehr tun können als zuschauen, weil er hat sich erledigt. Jetzt muss was geschehen. Aber wenn wir mit den Haien noch 5 Jahre warten, hey, dann müssen wir es nicht mehr tun. Die mexikanische Regierung unternimmt mit ihrem Projekt Domino große Anstrengungen zum Schutz der Walhaie. Bleibt zu hoffen, dass andere Länder dem Beispiel folgen und den sanften Riesen auch in Zukunft einen Platz in unseren Weltmeeren sichern.